Wir wollen uns hier jetzt angucken, wie wir analoge Regler realisieren mittels Operationsverstärker. Zur Erinnerung nochmal, die Voraussetzung für die meisten analogen Reglerschaltungen mit Operationsverstärkern war der invertierende Verstärker. Schauen wir uns kurz an. Das heißt, hier invertierender Verstärker haben wir kennengelernt. Ein OP, wo wir den nicht invertierenden Eingang nach Masse haben, einen Widerstand von der Eingangsspannung zum invertierenden Eingang, zum Minuseingang und eine Gegenkopplung über einen zweiten Widerstand vom Ausgang zum Eingang. Und dann erinnern wir uns, wenn wir die jetzt nennen, Z1 von S, Z2 von S als komplexe Widerstände im Bildbereich der Laplace-Transformation, wie wir hier die Verstärkung berechnen können. Das heißt tatsächlich, die Übertragungsfunktion von Ein- und Ausgang UA zu UE wird hier sein minus Z2 von S zu Z1 von S. Zur Erinnerung nochmal bei den OP-Schaltungen, wenn wir die analysiert haben, haben wir gesagt, entdecken wir, dass eine Gegenkopplung vorliegt, dann können wir sagen, die beiden Eingangsklemmen sind auf gleichem Potential. Das heißt, die Eingangsdifferenzspannung ist 0 Volt. Das heißt, dieser Punkt am invertierenden Eingang liegt auf virtueller Masse. Damit fällt die komplette Eingangsspannung UE über der komplexen Impedanz Z1 hier ab. Es fließt damit ein Strom I1 von S hier rein, UE durch Z1. Da bei einem idealen OP keine Eingangsströme fließen, also hier ein Strom von 0 reinfließt, wird dieser Strom komplett auch durch den Widerstand Z2 fließen. Aber jetzt in der umgekehrten Richtung, wie jetzt die Spannung UA über diesen Widerstand nach Masse abfällt, das heißt, die Spannung UA ist dann tatsächlich minus I1 von S mal Z2. Und wenn wir die beiden jetzt ineinander einsetzen, berücksichtigen, dass I1 hier an der Stelle UE durch Z1 ist, kommen wir dann auf die hergeleitete Gleichung. Das heißt, dann haben wir hier UA zu UE ist gleich minus Z2 zu Z1 oder UA ist gleich minus Z2 zu Z1 mal UE. Wollen wir jetzt analoge Regler realisieren? Dann führen wir die Widerstände Z1 und Z2 oder diese komplexen Impedanzen unterschiedlich aus. Das heißt, je nachdem, was für Komponenten wir dort nehmen, können wir unterschiedliche Widerstände realisieren. Fangen wir mit dem ersten an. Das ist der Integrierer oder I-Regler. Das heißt hier I-Regler. In diesem Fall nehmen wir die invertierende Verstärkerschaltung. Haben in der Rückführung einen Kondensator zwischen Eingang und Ausgang und haben einen Widerstand von der Eingangsspannung zum invertierenden Eingang. Und jetzt geben wir hier die Übertragungsfunktion an. Jetzt sagen wir, der Widerstand wäre R1, der Kondensator wäre C1, dann folgt hier raus, dass sozusagen unsere Impedanz Z1 von S gleich R ist, R1 ist, Z2 von S ist an dieser Stelle 1 durch SC1 und dann setzen wir ein UA zu UE. Dann gilt hier UA zu UE ist gleich minus Z2 zu Z1, also hier minus 1 durch SC1 mal 1 durch R1. Was dann entspricht der Übertragungsfunktion eines I-Reglers minus 1 durch Stn. Zweite Regler, den wir antreffen werden bei analogen Netzteilen, wird sein der PIT1-Regler. Im Englischen manchmal auch als Typ-2-Regler bezeichnet, da wird der I-Regler dann als Typ-1-Regler bezeichnet. Den kriegen wir, wenn wir jetzt hier an der Stelle wieder den invertierenden Verstärker nehmen, in der Leitung zum invertierenden Eingang haben wir wieder bloß einen Widerstand. Das heißt, hier in Serie zu UE und im Eingang haben wir bloß einen Widerstand, den nennen wir jetzt R2. In der Rückführung haben wir jetzt die Parallelschaltung von einem Kondensator C2 mit der Serienschaltung von einem Kondensator und einem Widerstand. Die nennen wir R1 und
C1. Und tatsächlich ist es so, jetzt R1 und C1 realisieren den PI-Anteil zusammen mit dem Widerstand R2 und C2 dient, um das T1-Verhalten zu machen. Das heißt, für hohe Frequenzen soll die Verstärkung dieses Reglers reduziert werden, damit zum Beispiel Störungen nicht sehr stark mehr verstärkt werden. Und wir haben dann hier auch wieder eine Übertragungsfunktion, die wir ableiten können, wenn wir die beiden Impedanzen Z1 und Z2 kennen. Das heißt, hier vorne haben wir Z1 von S wieder als den Widerstand R2. Z2 von S ist jetzt die Parallelschaltung von dem Kondensator C2 und dieser Serienschaltung aus R1 und C1. Das ist im Bildbereich der Laplace-Transformation 1 durch SC2 parallel zu R1 plus 1 durch SC1. Und wenn wir das ausrechnen, können Sie in Ruhe selber üben, kommen wir auf folgende Gleichung. Das ist minus 1 durch S mal R2 C1 plus C2 multipliziert mit 1 plus SR1 C1 durch 1 plus SR1 C1 mal C2 durch C1 plus C2. Das ist jetzt in dieser zeitkonstanten Form geschrieben. Das heißt, wir sehen hier, wir haben eine Polstelle im Ursprung und wir haben eine Nullstelle, die durch R1 mal C1 bestimmt wird und eine weitere Polstelle, die durch R1 mal C1 mal C2 durch C1 plus C2 bestimmt wird. Tatsächlich wird es so sein, in der Praxis haben wir typisch eine Dimensionierung, dass der Kondensator C1 von seinem Wert her viel, viel größer ist als der Kondensator C2. Das heißt, üblicherweise C1 so im Nanofaradbereich, C2 im Picofaradbereich, wenn wir Schaltnetzteile realisieren. Und dann kann man die Übertragungsfunktion hier, wir werden das hier G von S nennen, die gesamte Übertragungsfunktion dieses PIT1-Reglers, vereinfachen. Das heißt, unter dieser Voraussetzung folgt G von S ist ungefähr minus 1 durch SR2 mal C1, weil wir hier in diesem Summenterm C2 vernachlässigen können, weil C1 viel größer ist, multipliziert mit 1 plus SR1 C1 und hier in diesem Term C1 mal C2 durch C1 plus C2 können wir jetzt die größeren der beiden Kapazitäten vernachlässigen, 1 plus S mal R1 mal C2. Was hat das für einen Vorteil, wenn wir das eben mit dieser Näherung darstellen? Das heißt, was jetzt nur gültig ist für diese Vereinfachung hier, dass wir sehen, welche Komponenten jetzt sozusagen maßgeblich sind für die Pole und Nullstellen. Das heißt, tatsächlich sehen wir hier für diese zweite Polstelle, die jetzt hier durch den Term R1 mal C1 vorgegeben wird, ist im Wesentlichen das Produkt R1 mal C2 vorgegeben, ist im Wesentlichen das Produkt von diesen beiden nötig. Und wenn ich an C1 drehe, werde ich sozusagen hier nicht stark den Wert dieser Polstelle ändern, sondern um diese Polstelle anzupassen, werde ich den Wert von C2 anpassen. Das heißt tatsächlich, das hier ist dieses T1-Verhalten und wir sehen auch die Nachstellzeit wieder aus dem Produkt R2 mal C1 und so kann man dann hier einfacher sozusagen die Dimensionierung vornehmen. Das war jetzt der zweite wichtige Regler und jetzt kommen wir den letzten an. Das ist dann der PIDT1-Regler in der Praxis. Auch wieder abgeleitet vom invertierenden Verstärker. Das heißt, wir haben hier jetzt in der Zuführung zu dem Widerstand, den wir bisher hatten, parallel nochmal die Serienschaltung aus einem Widerstand und einem Kondensator. Das verursacht eine zusätzliche Nullstelle und damit den benötigten D-Anteil. Und wir haben in der Rückführung dieselbe Schaltung, wie wir sie beim PIT1-Regler hatten. Das heißt, hier die Serienschaltung von Widerstand und Kondensator parallel zu einem Kondensator am OP hier wieder, den nicht invertierenden Eingang auf Masse. Und das ist dann die Schaltung unseres PIDT1-Reglers. Wir benennen jetzt mal wieder die Bauelemente, das hier sei R2,
R3, C3 und die anderen so wie vorher A1, C1 und hier C2 parallel. Könnt sagen, okay, das hier, diese Parallelschaltung von R2 parallel zu R3 plus diese Serienschaltung mit C3, das entspricht wieder unserem komplexen Widerstand Z1. Das heißt, Z1 von S ist hier R2 parallel mit R3 plus 1 durch SC3. Und Z2 ist das gleiche wie vorher, die Parallelschaltung 1 durch SC2 parallel mit R1 plus 1 durch SC1. Und wir können jetzt auch hier wieder die Übertragungsfunktion ableiten. Das heißt, wenn wir sagen, das ist der Widerstand Z2, dann wird hier auch wieder UA zu UE, die Übertragungsfunktion des Reglers, minus Z2 zu Z1 sein. Wenn wir das einsetzen, schreibe ich mal kurz hin, kommen wir auf die Übertragungsfunktion dieses PET1-Reglers minus 1 durch S mal R2 mal C1 plus C2 multipliziert mit 1 plus SC1 R1 mal 1 plus S R2 plus R3 mal C3 durch 1 plus S mal R1 C1 C2 durch C1 plus C2 multipliziert mit an dieser Stelle 1 plus S mal R3 C3. Und auch das hier kann man jetzt wieder vereinfachen. Wir sehen jetzt hier, dieser PIDT1-Regler hat im Prinzip wieder eine Polstelle im Ursprung, zwei zusätzliche Polstellen und aber auch zwei Nullstellen. Und typisch wird jetzt wieder so sein, wie vorher auch, dass wir dimensionieren, C1 wird viel, viel größer sein als C2. Es wird typisch auch sein, der Widerstandswert R2 viel größer als R3. R3 ist bei üblichen Dimensionierungen einige 10 oder wenige 100 Ohm groß. Und wenn man das berücksichtigt, können wir auch hier wieder an der Stelle die Übertragungsfunktion vereinfachen. Das heißt, bei dieser Addition der Kapazitäten kann ich wieder bloß die größere berücksichtigen. Und genauso kann ich bei den Widerständen hier, bei dieser Serienschaltung dieser Widerstände, wofür dieser Ausdruck steht, kann ich jetzt hier an der Stelle den Widerstand R3 in diesem Ausdruck vernachlässigen. Und dann kommen wir auf UA zu UE ist ungefähr, nicht gleich, ungefähr minus 1 durch S mal R2 mal C1 multipliziert mit 1 plus S C1 R1 mal 1 plus S R2 C3. Und im Nenner kriegen wir hier 1 plus S mal R1, wie vorher auch C2 mal 1 plus S R3 C3. Und der Trick ist jetzt hier wieder, ich habe jetzt hier sozusagen wieder nur in Anführungszeichen einfache Zeitkonstanten, wo ich direkt ablesen kann, welche Bauelemente den wesentlichen Einfluss auf die Grenzfrequenzen dieses Reglers haben, wenn ich ein Loop-Shaping machen will und sozusagen die Grenzfrequenzen setzen will, meine Pole- und Nullstellen setzen will zur Kompensation, dann ist das mit diesem Ausdruck, wo hier die komplizierteren Ausdrücke sind, deutlich schwieriger und durch diese Vereinfachung, die sich typisch ergeben, das heißt, die wir üblicherweise haben werden, kann man dann hier einfacher das realisieren. Jetzt noch eine Anmerkung. An dieser Stelle, wenn wir ins Skript gucken und bei allgemeinen Reglerschaltungen in Stromversorgung uns angucken, dann sehen wir dort einen Unterschied zu den Schaltungen, die wir hier haben. Das heißt, hier haben wir bei allen Schaltungen, hier bei dem PID1-Regler, bei dem PIT1-Regler und bei dem I-Regler überall den nicht invertierenden Eingang auf Masse gelegt. Tatsächlich ist es so, bei realen Schaltungen, die wir als Regler einsetzen, haben wir häufig so einen Bias-Widerstand, beziehungsweise wir messen eigentlich einen Spannungsteiler. Das heißt, schauen wir uns kurz an, realer Regler, wo wir die Ausgangsspannung messen. Dort haben wir irgendwo die Ausgangsspannung UA unseres DC-DC-Wandlers zum Beispiel, messen dann über hier einen Spannungsteiler runter die Spannung und dieser untere Widerstand, den nennen wir jetzt R-Bias. Und
Dann gehen wir von diesem Mittelpunkt dieses Spannungstalers direkt auf den Operationsverstärker am invertierenden, am nicht invertierenden Eingang ist jetzt eine Referenzspannung angeschlossen. Die ist konstant, also eine Gleichspannung. Und wir haben dann hier das übliche Rückführnetzwerk. Das heißt, irgendeine Impedanz, die nennen wir jetzt mal Z2 von S. Und hier dieser eine Widerstand nennen wir wieder Z1 von S, der von dieser Versorgungsspannung UA kommt. Und jetzt wollen wir uns angucken, wie sehen jetzt hier diese Reglerübertragungsfunktionen aus. Das heißt, ich nenne jetzt die Spannung hier UC als U-Control, die Ausgangsspannung des Regelverstärkers, weil tatsächlich die Spannung UA ja hier jetzt die Ausgangsspannung unseres DC-DC-Wandlers ist. Jetzt ist die Frage, okay, wie ändert sich hier die Übertragungsfunktion von dieser Schaltung gegenüber den anderen Schaltungen, die wir vorher hatten? Und da ist die kurze Antwort tatsächlich, für Kleinsignale sind nur die Impedanzen Z1 von S und Z2 von S entscheidend. Und dieser Widerstand R-Bias spielt eigentlich bloß eine Rolle an dieser Stelle für Gleichspannung. Das heißt, tatsächlich können wir sagen, UA als zeitlich veränderliche Größe wird ungefähr angenähert durch eine Arbeitspunktgröße UA0 plus eine Kleinsignaländerung Delta UA. Genauso wird die Ausgangsspannung UC hier so eine Arbeitspunktgröße UC0 sein, plus ein Kleinsignalanteil Delta UC, wo jetzt die Spannungsabhängigkeit drin steckt. Und tatsächlich ist es jetzt so, wenn wir das betrachten, können wir jetzt sagen, wir können dieses Modell zerlegen für zwei Fälle. Einmal für den Fall, dass ich DC betrachte, und einmal für den Fall, dass ich an dieser Stelle eine AC-Übertragungsfunktion betrachte. Was passiert, wenn ich DC habe? Für den DC-Fall habe ich die Schaltung, hier oben liegt UA0 an, Z1 von S, den Spannungsteiler, hier runter den Widerstand R-Bias und an den OP hier die Referenzspannung, Achtung, die ist jetzt hier vorhanden, bezogen auf Masse, weil das eine Gleichspannung ist. Und hier die Rückführung Z1 mit Z2 von S und wir kriegen hier die Ausgangsspannung UC 0 im Arbeitspunkt. Das heißt, tatsächlich werden wir in diesem Fall die Spannung UREF berücksichtigen müssen und wir wissen dann auch, das ist ja bloß ein Regler im geschlossenen Regelkreis, nehmen wir jetzt an, der arbeitet stabil und wir haben hier einen I-Anteil in diesem Regler, dann wissen wir, der OP wird jetzt hier es schaffen, seine Eingangsdifferenzspannung zu 0 auszuregeln und dann haben wir hier tatsächlich 0 Volt zwischen dem invertierenden und dem nicht invertierenden Eingang. Und der Regler wird so einstellen, dass wir hier die Spannung UREF im stationären Zustand über dem Widerstand R-Bias kriegen. Und dann sehen wir tatsächlich, dieser Widerstand dient eigentlich nur dazu, um den Gleichspannungsmittelwert letztlich der Ausgangsspannung einzustellen. Dafür ist der jetzt da. Betrachten wir hingegen das AC-Modell, dann haben wir Folgendes. Im AC-Modell habe ich ja zunächst mal dieselbe Schaltung. Hier unten auch wieder dieser Widerstand. Hier oben die Impedanz Z1 von S. Jetzt aber nur den Wechselanteil Delta UA von T. Und hier an der Stelle die Referenzspannung UREF. Aber tatsächlich im AC-Fall muss ich den Überlagerungssatz eigentlich anwenden. Die Referenzspannung hier ist eine DC-Spannung. Also habe ich hier einen Kurzschluss nach Masse am nicht invertierenden Eingang dieses Regelverstärkers und ich kriege dadurch sozusagen auch folgenden Fall, dass für Wechselspannung über dem Widerstand R-Bias jetzt eine Spannung von 0 Volt ausgeregelt wird, wenn der Regelkreis geschlossen ist und der OP es schafft, sozusagen seine Eingangsdifferenzspannung zu 0 auszuregeln. Das heißt tatsächlich, wenn wir das hier uns angucken, der OP wird ja seine Eingangsdifferenzspannung wieder zu 0 regeln. Dann spielt jetzt hier dieser Widerstand keine Rolle. Durch einen Widerstand, über dem eine Spannung von 0 Volt abfällt, fließt auch ein Strom, I gleich 0. Ich kann den sozusagen gedanklich hierfür weglassen. Das heißt, diese Ersatzschaltung entspricht nichts anderem als der Impedanz Z1 von S hier oben, der Impedanz Z2 von S
und einem OP, der an Masse angeschlossen ist. Und das hier ist tatsächlich jetzt wiederum für diese Wechselsignale jetzt nur eine invertierende Verstärkergrundschaltung. Ja, hier fließt kein Strom an der Stelle rein, also kann ich den gedanklich weglassen und dann haben wir hier tatsächlich wieder diese invertierende Verstärkergrundschaltung. Das heißt tatsächlich, die Modelle, die hier oben angegeben sind und auch diese Übertragungsfunktionen gelten genauso, wenn ich an dieser Stelle diesen Spannungsteilerwiderstand drin habe. Deswegen ist der im Skript auch so gestrichelt dargestellt. Wenn ich also hier diesen Widerstand R-Bias habe, um den DC-Arbeitspunkt einzustellen, dann taucht der in dieser Übertragungsfunktion, der Regler-Übertragungsfunktion für Kleinsignale nicht auf und ich muss den dort nicht berücksichtigen. Das gilt also hier für den PIDT1-Regler, das gilt genauso für den PIT1-Regler. Auch hier kann ich